Und weiter geht's hier bei der Viereckbeziehung mit eurem Krabbe und der 9. Episode ist es, glaube ich, von Crosscode. Ja, ich glaube 9. oder irgendwie sowas in der Art. So, dann waren wir ja hier beim letzten Mal, haben uns das angehört von Arnold Stetzenegger oder so. Ich muss nochmal schauen. Und von Miss Lee. Genau, Arnold Stetzenegger. Ach cool. Alter, ich habe dich schon die ersten 100 Mal gehört. Ich kapier's einfach nicht. Sie ist nur ein Lama-Tutorial-NPC. Na, eigentlich wird der Charakter so richtig in den Begleitcomics ausgearbeitet, die von ihren Abenteuern erzählen, oder was? Sie hat was? Wann kommt noch Herr Nomsworth und die was? Ach Mann. Ach Leute, warum denn so schnell? Das ist doch kacke. Okay. Das hatten wir. Die von ihren Abenteuern handeln. Sie hat was? Wann kommt noch Herr Nomsworth und die Magie des mittleren Managements? Die Magie des mittleren Managements. Klasse. Hey, ihren Wachstum als Kämpferin und ihr letztes Gefecht gegen... Danke für nichts, ne? Ich guck jetzt nochmal, das kann doch nicht angehen. Das Lustige ist, dadurch, dass ich so viele Folgen am Stück aufnehme, hat wahrscheinlich schon längst jemand in den Kommentaren geschrieben, hey, du musst das und das einstellen, dann geht das auch besser. Und ja, es ist bisher noch nicht passiert. Ich stelle das jetzt auf 1. Es ist, naja, was willst du machen? So, das, ja, das können wir so lassen. Das auch. Hier ist auch nichts mit Geschwindigkeit zu sehen. Na, schauen wir jetzt nochmal. Vielleicht geht's jetzt besser. Hey, ihren Wachstum als Kämpferin und ihr letztes Gefecht gegen ihren korrumpierten Vater konnte ich vor Spannung kaum aushalten. Und jetzt prügelt sie den ganzen Tag über einen Sandsack. Fantastische Charakterentwicklung. Shh, mein Mädel hat sich diesen Frieden verdient. Ella Mint. Ja, was ist? Wer wagt es, mein Experiment zu unterbrechen? Hat die vielleicht Linux Mint entwickelt? Oh, ein Seeker. Na schön, du könntest meines Wissens vielleicht würdig sein. Du musst wissen, oh Gott, dass ich die führende Expertin auf dem Gebiet der Vier-Elemente-Lehre von ganz Rookie Harbor Süd bin. Stell mir also all deine banalen Fragen und lass mich dich erleuchten. Okay, komm, lesen wir uns durch. Oh, du hast die Grundlagen noch nicht verstanden. Nun gut. In dem Seeker aus der Kraft des Pfades schöpfen, können sie ihre Grundfähigkeiten um eines der vier Elemente erweitern. Das heißt, dass du jedes einzelne Element in einem der Tempel des Pfades erst erlernen musst. Dich ihrer würdig erweisen, sozusagen. Abgesehen davon, dass sie an sich schon stärker als das Neutralelement sind, können sie bestimmten Gegnern noch zusätzlichen Schaden zufügen. Andererseits gibt es Gegner, die resistent gegenüber dem ein oder anderen Element sind. Stürz dich also nicht hirnlos ins Getümmel. Umgekehrt gilt natürlich auch, ein Auge auf deine eigenen Resistenzen zu haben, wenn du dich in gefährlichen Umgebungen bewegst. Außerdem solltest du wissen, dass die Elementmodi deine Resistenz gegenüber Gegner des entgegengesetzten Elements natürlicherweise um 50% senken. Ein Beispiel: Im Hitzemodus wird der Schaden durch Kälteattacken um 50% zunehmen. Es sei denn, du erhöhst eine entsprechende Resistenz. Noch was? Elementarüberladung. Wenn du in einem der vier Elementmodi kämpfst, erhöht sich dadurch deine Elementladung. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du zum Beispiel zuschlägst oder einen Ball wirfst, erhöht sich die Elementladung ein Stück. Und zwar unabhängig davon, ob du einen Gegner triffst oder nicht. Blindes Rumschlagen ist also alles andere als clever. Wenn du wissen willst, wie hoch der Ladezustand gerade ist, brauchst du nur auf die Elementanzeige links oben zu schauen. Dort siehst du, wie sich das Icon mit gelber Farbe füllt. Wenn es voll ist, hast du eine Elementüberladung provoziert, die dich zurück in den Neutralmodus zwingt. Um die Elementladung zu senken, kannst du einfach in den Neutralmodus wechseln und trotzdem die Gegner weiter angreifen. Die Elementladung sinkt in dem Fall nämlich besonders schnell. Noch was? Statuseffekte?
Ah, die Statuseffekte, ein ungemein faszinierendes Thema. Manche betrachten sie als die wahrhaft kultivierte Art des Kämpfens. Aber ich schweife ab, jedes Element hat einen zugehörigen Statuseffekt, der den Gegner in irgendeiner Weise schwächt. Hitze kann Brand verursachen, ein kontinuierlicher HP-Verlust, abhängig von den maximalen HP des Gegners. Kälte kann Frost verursachen, was die Beweglichkeit und die Angriffe des Gegners verlangsamt. Schock kann Zittern verursachen, was zu zeitweisen HP-Verlust und Lähmung führt. Der Schaden von Zittern ist dabei von der Angriffsstärke des Gegners abhängig, als ob er sich sozusagen selbst schlagen würde. Hör auf, dich selbst zu schlagen. Welle kann markiert verursachen, wodurch der Gegner anfällig gegenüber Distanzangriffen wird. Um einen Statuseffekt auszulösen, musst du wiederholt mit aufgeladenen Würfen oder bestimmten Kampfkünsten angreifen. Du siehst dann einen speziellen Ladebalken unter dem Gegner, der sich füllt, bis der Statuseffekt ausgelöst wurde. Er füllt sich schneller, wenn der Fokus des Angreifers höher ist als der des Verteidigers. Mit Rauschmotz füllt er sich noch schneller. Noch was? Nö. Das waren auch erstmal genug Informationen. Und leider steht dann noch jemand, der uns was erzählen möchte. Der sieht aus wie ein Haufen Scheiße. Evan Chat. Okay. Tag, Kumpel. Ich bin der Technikprofi, Circuit-Spezialist und andere Hardware. Seeker wie du verwenden die fortgeschrittene Biolink-Hardware, um die Kräfte des Pfades für sich zu nutzen. Wenn du mehr über die Anwendung wissen willst, schieß los. Grundlagen, ach komm, lesen wir uns einmal schnell durch. Überhaupt nutzen zu können, HP, CP sammeln, je höher Level und spezielle Artefakte. Du kannst Circuits auf 5 verschiedenen Brettern aktivieren, sofern man die entsprechenden Elemente schon hat. Ach du Schande, dann kommen noch mehr Bretter dazu, dann müssen wir echt mit den Punkten aushalten. Okay. Kampfkünste unterscheiden sich in 3 verschiedenen Leveln und müssen mit dem Zentrum verbunden sein. Höhere Level bedeuten mächtigere Kampfkünste, allerdings benötigen sie auch mehr CP. Du kannst jederzeit zwischen 2 Zweigen deine Kampfkünste ohne CP-Verbrauch wechseln. Außerdem kannst du ein Circuit-Brett im ersten UG komplett resetten. Hast du noch mehr Fragen? Synergien? Während deiner Entwicklung als Seeker beherrschst du neben dem Neutralelement bis zu 4 Elemente. Jedes Element hat seine eigenen Circuits, die nur dann aktiviert werden, wenn du in den entsprechenden Elementmodus wechselst. Eine Ausnahme bilden hierbei die Neutralen, die deine Basis sind. Aktiviere die Neutralen, erhöhen sich nämlich die Werte der entsprechenden Elemente um 50%. Hast du noch mehr Fragen? Bestimmte Mods? Ja, manche Modifikationen sind recht knifflig. Welcher bereitet dir Schwierigkeiten? Oh Gott. Nee, also sorry, das ist mir jetzt echt ein anderes Mal. Alles Klärchen, komm wieder, wenn du wieder Schwierigkeit mit den Circuits oder ähnlichem hast. Ich kann jetzt nicht die ganze Folge das Zeug da durchlesen, ey, das geht nicht. Also irgendwo reicht's auch. Okay, hier kann man es resetten. Ja, scheiß Halsabschneider, ich glaube, ich spinne 15.000. Erstickt dran. Oh, Gegnerübung, okay. Und da kann man es resetten. Okay, da kann man also kämpfen. Aber das muss jetzt nicht sein, das kostet auch nur Zeit. Dann lieber da kämpfen. Ah, wer steht denn da? Ein neuer Seeker in meinem Dojo? Nicht bereit, du bist. Ah, klasse, Yoda. Zurückkehren, wenn du sowohl Hitze als auch Kälte gemeistert hast. Du musst. Yum. Okay. Bis dann. Der Yoda. Jo, dann können wir ja endlich mal weitergehen. Na, was versteckst du dich da so? Hast nichts zu sagen? Schade. Ach, da steht ja noch. Ja, zum ersten Mal hat sich jemand da versteckt. Hey,
Hier im Schatten ist es angenehm. Stimmt's? Hi. Okay, mehr hat's nicht zu sagen, ja. Hi. Na du? Du wirkst irgendwie verloren. Wenn du auf jemanden wartest, ist das hier der richtige Ort. So ziemlich jeder hier wartet auf neue Spieler, die aus der Cross Central anreisen. Ist einfach ein beliebter Treffpunkt. Du scheinst auch ein neuer Spieler zu sein, also weißt du, was ich meine, oder? Eher der stille Typ, verstehe. Ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze abläuft, wenn sie ein verbessertes Vokabular hat. Ob dann die Dialoge mit alten Charakteren hier etwas gefüllter sind oder so. Ob dann vielleicht nicht nur ein Hi oder ein Lea zurückkommt, sondern wirklich auch mal ein Satz. Schauen wir mal, ob das so sein wird. Mann ey, wo bleiben die? Entspann dich, wir haben noch Zeit. Der Raid beginnt in 10 Minuten. Nichts ist geplant, das wird ein Desaster. Ach, mach kein Drama draus, das Spiel soll Spaß machen, schon vergessen. Ja, die spielen nur zum Spaß, zumindest hier, der da oben. Warum auch nicht? Ach ne, zu euch will ich nicht. Dein Freund ist immer noch nicht hier, wo steckt er? Ich weiß nicht, er sagte, dass er um die Zeit kommen wollte. Ist wahrscheinlich noch im Rhombus Square, um sich die Stadt vom Weiten anzuschauen. Du weißt, wie reizvoll sie ist. Ja, kannst auch kaum erwarten, dorthin zu kommen. Okay, dann... Hi. Oh, hey. Was gibt's? Na gut, ist dir schon aufgefallen, dass dieser Baum Früchte trägt? Ich habe gehört, dass sie keine Instant-Materie, sondern echte Früchte sind. Jetzt frage ich mich wirklich, wie sie wohl schmecken. Ist ja schließlich nicht so, dass wir als Avatar echte Früchte essen könnten. Ah. Ah, können wir welche runterholen? Nö. Aber ist ja auch klar, das ist ja ein echter Baum, echte Früchte und wir schießen hier mit was Künstlichem. Naja, egal. Okay, da geht's nicht rollen. Da auch nicht. Okay, die sagen nichts. Super, da kann man also runterspringen. Aus dem Weg, ihr Penner. Finde ich lustig, dass man die zur Seite drücken kann. Nur die entgegenkommen nicht, aber ist ja auch nicht so wichtig. Ach ja. Nicht rein, da. Ach, Marktplatz Anfängerbogen. Ja, dann weiter nach oben. Okay, nächster Halt. Das Stadtzentrum. Um Gottes Willen, ach Gott. Oh, ist das dort drüben ein Markt? Yep, ihr werdet die meisten der Händler hier in der Nähe finden. Naja, um ehrlich zu sein, sind sie überall verteilt. Diese Händler haben richtig gute Ausrüstung im Angebot. Ja, bestimmt auch teuer. Der Haken, ihr müsst zuerst alle benötigten Handelsitems in der Wildnis sammeln. Ach, erst Items und dann kostet es wahrscheinlich noch, ne? Als Abschneider. Es dauert zwar etwas, lohnt sich aber wirklich. Weit hinten ist ein weiteres wichtiges Gebäude. Hier entlang. Oh je, oh je. In dieser Folge kommen wir also auch nicht zu viel Neuem, außer ein bisschen am Markt uns die Items anzusehen und ja, den Brunnen zu begutachten. Ich hoffe, hier gibt es nicht zu viele Personen, die etwas sagen. Oh Gott, ist das riesig. Oh Gott, wie... Oh je, ich weiß. Ich bin überfordert. Wir fangen jetzt unten links an. Ich glaube, das ist ein guter Weg.
Verdächtig sieht diese Person aus. Aber sie sagt nichts. Das macht es nicht besser. Oh Gott, hier stehen ja noch mehr Leute. Oh je. Hey Mädel, willkommen in der gemütlichen Abenteurerbude der Herbsttaucher. Geh einfach in den Aufenthaltsraum, wenn du ein wenig abhängen und dich mit anderen Abenteurern austauschen möchtest. Chefpionier Elenia sollte auch dort sein, wenn du nach demjenigen suchst, der aktuell das Sagen hat. Oder Elenia oder so, keine Ahnung. Und der sagt nichts. Hier sieht sie auch wieder aus wie Sau. Man könnte meinen, dass die Carla da war. Oder wie die hieß. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was geht, Elenia? Hey, ein neues Gesicht. Schön, dass du hier bist. Bevor du allerdings hier mitmischen kannst, solltest du den Seeker Hub besuchen. Wir können dir nämlich erst dann Aufgaben geben, wenn du die Fraktionseinweisung im Erdgeschoss erhalten hast. Ja, nervig, ich weiß. Aber sogar wir müssen ein paar lästige Regeln hier befolgen, weißt du? Okay. Aber da kommen wir noch nicht weiter. Oh. Okay, das ist interessant. Ob wir hier wohl was Geheimes entdecken oder so? Oder ist das einfach so nichts nützlich? Huch. Ach, brauchen wir da einen Schlüssel für? Hast du einen Schlüssel? Wunderst dich über die Truhe, hm? Da musst du dich wohl etwas gedulden. Später im Spiel kannst du sie auf jeden Fall öffnen. Aber vielleicht solltest du dir einen Stempel auf deiner Karte setzen, damit du die Truhe nicht vergisst. Falls du nicht genau weißt, was ich meine, schau dir mal das Kartenmenü genauer an. Ja, wollen wir das machen? Komm, können wir mal machen. Karte war genau da. So, und wir stehen ja, wo stehen wir denn? Da wo okay, da stehen wir anscheinend. Einen Punkt hinmachen. Was packen wir denn mal dahin? Vielleicht ein das sieht doch gut aus. Oder war das ein Totenkopf? Sah mir gleich so nach Truhe aus. Nee, dann nehmen wir doch was anderes. Oder? Nee, das ist ein Totenkopf. Nee, nehmen wir ein Ausrufezeichen. Ja, nehmen wir ein Ausrufezeichen. Wobei, stand da was mit Quest? Tatsächlich, nee, das passt nicht. Da, tatsächlich Truhe. Hätte ich mal lesen sollen. Aber ja doch das erste richtig genommen. Was soll's? Dann können wir hier schon mal wieder zurück. Vielleicht können wir ja noch mit ein paar Leuten am Marktplatz quatschen, wenn das zeitlich hinhaut. Okay, mit ihm schon mal nicht. Er hat da keinen Bock drauf. Wie kommen wir denn da hin? Von oben wieder. Ob wir das noch erreichen? Ich weiß es ja nicht. Hier oben ist das Alleenviertel, also oben links. Dann links ist der steigende Ausgang und unten links der Hafen. Eiscreme Eddie. Hallo, junges Fräulein. Kann ich dich für ein kühles, köstliches Eis begeistern? Na, wie viel kostet das? Naja, das Eis ist im Moment leider alle. Der besten Dank auch. Aber wenn du mir etwas frisches Eis vom Bergentrail bringst, könnte ich schnell neue Eiscreme herstellen. Also, könntest du mir etwas Bergeneis bringen? 5 Portionen sollten reichen. Ja, komm, machen wir. Großartig. Du kannst Bergeneis in den Schneegebieten des Bergentrails finden. Geh einfach nach Westen, bis du die Berge erreicht hast. Lassen Sie dich jetzt allen Ernstes Eis von einem abgelegenen Berg holen. Wo sind wir gelandet? Im Mittelalter? Oh, ist doch witzig.
Das Wetter ist so schön. Hm. Ich möchte später bei den Markt schlendern. Machst du doch jetzt schon. Hm. 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 Ich will in diesem Brunnen baden, nackt. Hm. Also, klasse. Er hört gar nicht zu. Ah, klasse. Wundervoll. Wenn du Wasser in den Brunnen gießt, wird es zum Brunnen. Wenn du Wasser in den Brunnen gießt, wird es zum Brunnen. Okay. Sei Wasser, mein Freund. Naja. Komische Leute, muss man nicht so sagen. Gemüsekiste, Herbstblätter, Dämmertau. Nee, brauchen wir nicht. Vielleicht eine Waffe, eine neue? Ein Räubermesser, Level 11. Also kann man das erst mit Level 11 verwenden. Wir haben sowieso nicht das Geld dafür. Ja, müssen wir uns gar nicht weiter Gedanken drüber machen. Darüber auch noch nicht. Das ist auch mit Level 11. Das ist auch mit Level 11. Das ist anscheinend alles mit Level 11. Oh, hier gibt's was mit Level 10, aber das Level 10 haben wir auch noch nicht erreicht. Metallnadeln, die sind... Was können die? Keine Ahnung. Frontwest ab Level 13. Ach du heilige Schande, da gibt's noch mehr Händler. Okay, auch was ab Level 13. Lauter Sachen für High Level. Beziehungsweise nicht High Level, aber für Level, die wir noch nicht erreicht haben. Puh, aber ich würde sagen, an dieser Stelle war es das auch schon wieder für diese Episode und ich hoffe mal, dass wir in der nächsten Episode den Marktplatz beenden und vielleicht ja auch mal wieder ein paar Gegner klatschen können. Schauen wir mal. Also Leute, macht's gut.